Yo YouTube, was geht ab? Ich hab die AKA-Multi, AKA der Großschwänzige. Wir reagieren heute auf Tonverändert. Er hat vor genau 37 Minuten ein Video hochgeladen zu Mois mit dem Titel Mois sammelt Spenden für... Oh shit, das kann ich dir nicht mal sagen, Digga. Come on, let's go. Wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, dass ich nicht berechtigt bin, im Tanktop bzw. Unterhemd hier zu stehen, weil ich Laucharme habe, dann habt ihr absolut recht, aber es sind 30 Grad und ich kann nicht mehr, Digga. Es ist so unfassbar warm hier, ich schwitze. Ich habe sogar mein MacBook auf Kühlpad gelegt, weil, Bruder, das Ding föhnt die ganze Zeit. Wie brutal, ich kann nicht mal ein gescheites Video aufnehmen. Naja, Mann, was geht, Junkie-Freunde? Neulich war ich auf YouTube, ja, und mir wurde ein Video vorgeschlagen. Ich weiß nicht warum, weil ich gucke diese Person, keine Ahnung, schon seit 4 Monaten nicht mehr. Und, Bruder, ich hab's einfach nicht gecheckt. Humility and honesty. Change is a natural part of life. Was? Things move and transform. But there's no need to be afraid of these shifts. Das geht 16 Minuten so. Das geht 16 Minuten. Ich habe keine Ahnung, warum. Also Mois macht wirklich zurzeit sehr komische Sachen. Lasst euch das ein Beispiel sein, was mit euch machen kann, ne? Und was passieren kann, wenn eine Frau euch verlässt, ne? Das ist crazy, ne? Das ist krass. Seitdem seine Frau ihn, soweit ich weiß, verlassen hat, tickt er so komisch, Bruder. Er ist sehr komisch geworden, auf jeden Fall. Bruder, ich habe heute ein Video gesehen. Ja, der raucht ja sowieso. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der macht noch andere Sachen nebenbei. Er hat ein Video hochgeladen, wo er rappt einfach, ne? Er ist in einem Bett, im Hotel oder so. Er rappt, Bruder. Jemand hält die Kamera fest, ne? Guck einfach in die Kamera. Guck jetzt das Ende, Bruder. So, erstmal mit einem Bierchen, ne? Kameramann angespuckt? Das ist kein Kameramann. Er spuckt einfach den Kameramann an. Ist das Kameramann oder hat der Handy dahin? Nein, das war ein Kameramann. Der Typ hat das festgehalten. Man hat ja gesehen, wie er so mit der Hand ein bisschen wackelt. Da war einfach ein Typ hinter der Kamera, Bruder. Was hat der gemacht? Und da merkt man, Bruder, der Typ ist lost, Bro. Na, gucken wir mal weiter. Alla, crazy shit. Mir das vorgeschlagen wurde, aber 16 Minuten... Changing your mind or taking advice from someone doesn't mean you're not free. You're choosing to act based on your judgment and understanding. Ich in der Berufsschule bei English Listening. Fix the root of the problem. If not, at least address the outcome. Türkische Fans heute nach dem 0:3. Wenn das Mindset sich um 2 Uhr nachts ändert. See if that idea truly resonates with your inner self. Egal was Mois nimmt doppelt. Das ist hart, Digga. POV, Junkie manifestiert 20 Euro für neue Crack. Digga. Es ist schade, Bruder. Walla, ich finde das so schade. Mois hatte echt so viel Potenzial, Bruder. Walla, so viel Potenzial. Mois hilft jeden, aber niemand hilft Mois, Digga. Leon, ich liebe dich über alles und du hast super Crack. Wir sind hier im Bielefeld am Feuer. Wenn der Lehrer Augenkontakt hält und ich versuche, normal zu sein. Everything, from its start to its end. Ja, okay, reicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung, Bruder, gehabt. Bin ich der Einzige, der die ganze Zeit auf seine Nase achten muss? Die ist so rot, Bruder. Seine Nase sieht nicht mehr normal aus. Was da abgeht. Und dann gehe ich einfach so, weil es mich einfach interessiert hat. Ne? Ich weiß, Momodi, Just Nero und so 1000 Millionen YouTuber, auch KuchenTV, die haben so ein Video über Mois gedreht. Und ich dachte mir so, okay, Mann, was geht bei dem ab? Gehe ich auf Instagram und ich sehe, wie der Typ einfach in Instagram-Story für 20 Euro bettelt für Lachluli. Also nicht mal irgendwie so für irgendwas, für Lachluli, Bruder. Für... YouTube, es tut mir leid, ich habe gerade Luftballon aufgepustet. See if that idea truly resonates with your inner self. Ich habe auch gehört, dass der Typ irgendwie obdachlos sein soll. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß auch gar nicht, wo er ist. Ja, Venedig, Italien, Bruder. Hier ist so Fluss. Sieht ein bisschen dreckig aus. Aber ey, wer weiß, Mann. Er ist ein YouTuber mit 2 Millionen Abonnenten. Der hatte doch vor kurzem so einen Vertrag unterschrieben vor Bro. CEO 4. Baller voll vergessen. War er nicht Geschäftsführer noch vor 3 Monaten? Digga, was passiert hier? Baller krank. 80 Millionen. Yeah, also ja, yeah. Es ist klar, dass er kein Geschäftsführer war, weil er hat selber gesagt, ich bin Geschäftsführer, aber er hat wahrscheinlich nur Prozente bekommen. Aber selbst das, Bruder, da muss ja ein riesen Vertrag mit dabei gewesen sein. Auch wenn er jetzt aufgelöst wurde, wahrscheinlich hat er trotzdem gut Padder gemacht in der Zeit. Warum lebt er jetzt auf der Straße gefühlt? I'm rich und so. Wusch vor, Bro? Bruder, er ist einfach von vor, Bro, wieder draußen. Die haben den wahrscheinlich gefeuert, weil der so einen Scheiß macht. Die Obdachlosigkeit grüßt, ja. Geil. Wer braucht schon zu Hause? Ja, geil. Finde ich auch geil, Bruder, wenn ich obdachlos bin. Voll geil. Und dann nach dieser Story kommt einfach das hier. Löwe damit, Walla gleich Eiweiß bestellen. Irgend so ein Typ, Daniel Kechter, Digga.
Was hast du getan? Spendet ihm 20 Euro mit PayPal. Lass dich von keinem unterkriegen. Die nächste Story geht auch Banküberweisung. Hab kein PayPal. Und dann hat er irgend so eine, keine Ahnung, litauische IBAN dahingeschrieben. 100% schick alles rüber. Aber bitte nur Echtzeit und Familie, Unterhalt und Digga. Familien, Digga. Das heißt nicht Familien, das heißt, glaub, Familien und Freunde oder sowas, aber... Denkt ihr, der versteuert das Ganze? Litauisches Bankkonto, obdachlos. Ah. Oh, was geht ab? Was ist los? Ich hab den damals gefeiert. Ich hab damals seine Videos geguckt. Der hat so Videos mit Kapital. Es ist so krass, wenn er das jetzt irgendwie dreht und alles zu einem Promo-Move macht, Bruder. Weil er postet extrem viele Videos, Bruder. So, die einfach so richtig random sind und die ihn so in seiner größten Down-Phase zeigt. Weißt du, was ich meine? Bra aufgenommen, Videos mit Kollegen aufgenommen und so weiter. Jetzt... 20 Euro Mittagessen. Bro, what the fuck? Und nicht nur 20 Euro für Mittagessen. Apropos Mittagessen. Guck mal, was er sich geholt hat. Mit dem 20 wurde der Drip hier geholt. Immer fleißig weiterspenden. Immer fleißig weiterspenden. Ey, immer fleißig weiterspenden, ja? Es gibt Leute, ich will nicht sagen, Digga, es gibt Leute, ja, die brauchen das Geld eher. Du kannst gerne, wenn du ein YouTuber bist, ne, deinen Spendenlink da unten reinklatschen, PayPal und hier und so weiter, ne, dass die Community dich einfach unterstützt. Auch für Essen. Es ist wirklich respektlos, meiner Meinung nach, respektlos, einen Spendenaufruf zu starten, eine Katastrophe in der Türkei auszunutzen, sich das Geld in die Tasche zu schieben und danach immer noch nach Geld auf PayPal zu fragen, Bruder. Das ist so respektlos und jeder, der ihm das Geld schickt, verstärkt einfach nur dieses Verhalten, was er hat, Digga, dieses behinderte Verhalten, wofür man keine Antwort findet, warum der auf einmal so geworden ist, Bruder. Bruder, er hat damals so einen Spendenaufruf gestartet, ja, in der Türkei gab es auch damals eine Katastrophe. Oder das Geld, ich wurde nie so richtig gegeben. Oder der, ich weiß nicht, ein paar hundert, 100.000? War das 100.000, Chat? 80.000? Irgendwie sowas. Ja. Das meiste ging in die Tasche, Bruder. Er ist halt natürlich hingeflogen, hat ein paar Sachen gekauft, einfach nur für vielleicht ein, zwei Opfer dort so. Und dann ist er einfach wieder zurückgeflogen am selben Tag. So, gar nichts gemacht einfach. Wie viel verdient er mit TikTok? Aber bestimmt 200 Euro oder sogar vielleicht mehr. Ich kann dir sagen, Yili, wenn du TikToker bist, verdienst du fast nichts. Außer du hast Kooperation am Start. Oder du machst hier dieses Livestream mit diesem Matching. Aber ich habe jetzt von ihm nichts gesehen. Ich habe kein Matching gesehen von ihm. Außerdem gehen seine Videos, glaube ich, keine Minute. Deswegen ist es schwer. Und seine Aufrufe haben echt nachgelassen. Also mit dem normalen TikTok-Account macht er, glaube ich, nicht so viel, Bruder. Ja, das meiste kommt dann durch Spenden. Wie gesagt, einfach, ich finde das so respektlos, was er damals durchgezogen hat, Bruder. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Promo-Move ist. Er versucht jetzt Mitleid mitzunehmen und dann kommt er plötzlich aus dem Nichts und sagt, ich habe jetzt alles gefickt. Aber trotzdem, Bruder, es ist einfach ein sehr bitterer Beigeschmack. Sehr bitterer Beigeschmack, Digga. So, das wird auch, egal, auch wenn Mois wieder Mois sein wird, Bruder, dieser bittere Nachgeschmack wird nie weggehen. Ey, in schlechten Zeiten, ja, alles gut. Aber was jetzt kommt, Bro? Ey, das ist einfach wie Penner auf Straße, der nach Geld bettelt. Für Drogen. Bruder, habt ihr 25 Euro geschickt. Mit Herz gönn dir. Bla bla bla. Ehrenmann, ich küsse deine Seele. Ich hol mir damit gleich Lachluli. Ihr wisst alle, was Mois mit Lachluli meint. Bro, imagine, du spendest ihm einfach Geld, Digga. Und er holt sich Drugs. Was ist das? So. Guck mal, gib dir das mal, Bruder. Wäre das ein Obdachloser auf der Straße, ne, dem man Geld gibt, würden die sagen, nein, ich gebe denen kein Geld, damit der sich kein Alkohol, keinen Drogen kauft. Aber ein Mäusch spendest du 25 Euro. Weißt du, was ich meine? Das ist so krass. Es kommt auf das Gleiche hinaus. Und der ist dir sympathischer als der andere auf der Straße, nur weil der ein Influencer ist. Und beide machen die gleiche Scheiße. Einfach nur respektlos, Bruder. Wie kann man seine eigenen Zuschauer so ausnutzen, Bruder, für verficktes Drogen? Das ist so ekelhaft. Jetzt haben wir auch genug Geld für das Weed. Sorte Nummer 1 war Tropical Mint. Sorte Nummer 2 L.A. Kush. YouTuber mit 2 Millionen Abonnenten. Wirklich, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, Digga. Der Typ sieht auch Real Talk. Das ist jetzt so meine Meinung, ne? Ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. Vielleicht ist es nicht so, ne? Aber der Typ sieht im Gesicht so aus, Digga. Als raucht er nicht nur Gras? Ja, meine Meinung, keine Ahnung, Digga. Nein, Bruder, YouTuber mit 2 Millionen Abonnenten, Digga, macht eine Instagram-Story, ja, damit man ihm Geld schicken soll für fucking Gras. Für Drogen einfach. What the fuck? Wo sind wir angekommen? Hä? Hä? Er macht so Unboxing, Bruder. Er macht so wie Felix Barr. Yo, was geht, Mann, Digga? Nicht, ich hab mir ein neues iPhone geholt. Ich hab mir 50 neue Sorten geholt, Digga. Von eurem Geld, Mann. Danke, Digga. Spendet weiter. Bro, ich muss fette Anwaltgebühren zahlen und ich weiß nicht, wie ich das alles zahlen soll, Digga. Er macht Spendenaufruf, Digga. 20 Euro, Bruder. Ich hol mir davon gleich Lachluli. Ey, Mann, Bro. Wohin? Und mehr habt ihr nicht gespendet.
los, wir brauchen mehr. Ja, mehr habt ihr nicht gespendet. Boah, ballerhart. Das ist so hart, Bruder. Sei einfach, mehr habt ihr nicht gespendet. Wir brauchen jetzt mehr, Digga. Walla, das macht traurig, Digga. Ich schwör's dir. Das macht richtig traurig. Weil er hat gerade für mich einfach keinen Unterschied zu jemand auf der Straße, der jetzt nach Geld fragen würde, Digga. Ich sehe da gar keinen Unterschied, Bruder. Der eine macht es über Internet, der andere macht es im Real Life, Bruder. Der im Real Life fragt, wird dann wahrscheinlich, dem wird gar nichts gegeben, obwohl er damit vielleicht wirklich Essen kaufen will. Aber hier weiß man, was der eine für eine Intention hat. Und zwar, es für Lahluli auszugeben. Und den schickt man dann 20 Euro, Bruder. Diese Menschen, die diesem Typen 20 Euro spenden für Drogen, würden einen Obdachlosen mit dem Arsch nicht mal angucken, der sich Essen kaufen will. Es ist so fucking traurig, Bruder. Es ist so traurig, Bruder. Warte, es ist so traurig. Ne? Ja, ihr was Versager, ist falsch mit der Gesellschaft? Mehr habt ihr nicht gespendet, Bruder, für mehr Gras. Ist das gerade Realität? Ihr müsst es halt so ein bisschen verstehen, ne? Ich fand Mois richtig, richtig cool damals. Kellerzeiten, lustiger Typ, ne? Mit Manuel, diese ganzen Geschichten, das war richtig lustig. Die ganzen Rapper, die kamen, alles war cool. Jetzt sehe ich dann einfach, es ist wie Penner auf Straße, der so, das ist moderner Penner. Tut mir leid, dass ich das sage. Aber ich sag extra Penner, weil der einfach Geld für Drogen sammelt. Irgendeiner schickt ihm noch so ein Bild, Digga. OG, Kusch auf meinen Nacken. Sie meinst mal mit Döner? Besser ist es. Bella, Budu, ich weine gleich, Bratan, wie süß kann man sein, Walla. Ihr seht das jetzt alles geblurrt und zensiert so, ne? Weil ich hab echt, Bro, YouTube, ey, bitte, ich brauch das Geld. Bitte, sperrt mich nicht. Bitte, strike mich nicht, ne? Aber der zeigt einfach so eine Knolle. Er denkt, er ist 187 Straßenbande. Nur der Unterschied ist, dass 187 Straßenbande genug Geld hat, um sich das selber zu kaufen. Er macht Spendenaufruf. Er macht nicht Spendenaufruf für irgendwelche Leute, die so, keine Ahnung, Digga, obdachlos geworden sind oder sowas. Er macht Spendenaufruf für Luftballon. Ich schicke dir jetzt auch 100 Euro. Ich weiß nicht, ob du die Leute verarschst oder nicht, aber ich meine es von Herzen. Oder? Wie können die Leute dem Geld spenden? Ey, wirklich, was? Für das? Für das? Real Talk. Ich sag euch jetzt eine Sache, ne? Ich weiß nicht warum, Digga, aber ich muss auf einmal Anwalt, Mannwalt, ich habe einen Haufen Geld zu zahlen an irgendwelche Anwälte. Digga, wirklich, ich muss... Lachluli. Lachluli, Bruder. Für Lachluli 100 Euro. Ich mach auch, ne, hier PayPal, Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr wollt, macht, Bruder. Da kann ich wenigstens meinen Anwalt bezahlen oder so, keine Ahnung. Lachluli. 100 Euro für Lachluli. Okay, ich hätte verstanden, wenn ihr dem irgendwie Geld für Essen oder so spendet, ne. Wie gesagt, Mois ist ja angeblich obdachlos oder sowas, wurde irgendwas geleakt. Okay, du spendest ihm Geld für Essen, du spendest ihm Geld für Unterkunft. Nein, du spendest ihm einfach Geld, damit er high wird und so. Und so weiterhin so Scheiße durchzieht. Wo sind wir? Ich weiß, was ich sagen soll, um ehrlich zu sein, Chat. Ich bin extrem enttäuscht einfach, Wallah. Deswegen, ich weiß gerade nicht, die richtigen Worte zu finden. Angekommen, dass wir in Instagram-Story darüber reden, ne, also klar, bei Rappern und so eine Sache, so, ne, 187 Straßenbande, aber bei einem YouTuber, der 2 Millionen Abonnenten hat, hä? Und das Ding ist, was sagt das aus? Weißt du, er tut so, als wäre er so ein richtig heftig... Es geht nicht darum, dass er 2 Millionen Abonnenten hat, es geht darum, für welche Werte er stand, Bruder, was er eigentlich gemacht hat, Bruder, wenn man jetzt so reflektiert, klar, der Spendenaufruf für die Türkei, wie viel dabei ist in Lahluli reingeflossen, in andere Arten von, weißt du, was ich meine, er hat Leuten auf der Straße Geld gegeben, jetzt muss man auch hinterfragen, hat das damals gestimmt, bla bla bla, da wurde ja sehr viel exposed, Bruder, und ja, das ist einfach nur hart, Bruder, das ist einfach nur hart, wenn man jetzt so überlegt, wenn das alles wirklich so gestellt war, wenn die von damals nicht so viel bekommen haben, Bruder, wie hart muss es gewesen sein, Bruder, ihn da als Ehrenmann darzustellen, weißt du, und jetzt irgendwie Leute verschließen ihre Augen, ignorieren das Thema und spenden ihm noch Geld, ja, die geben ihm Applaus für das, was er gemacht hat, Bruder. Das ist weder applauswürdig noch sonst was, Bruder. Solchen Menschen, also gerade diesen Menschen darf man mit so etwas überhaupt nicht unterstützen. Und seine Intention gibt er damit ganz stolz preis, dass er sich damit Lahluli kaufen will anstatt Essen. Das ist das, was mich triggert, Bruder. Und Menschen, dumme Menschen, Bruder, schicken da was rein. Digga, macht so richtig viel Geld und gründet da 30 Unternehmen, aber macht Spendenaufruf, damit man ihm Geld spendet für Gras. 1+1 zusammenzählen, es ist wie so ein Junkie-Move, Digga. Es ist Real Talk, einfach ein Junkie-Move. Was ist los? Und ihr postet auch solche Beiträge einfach. YouTube, das, was der Mund hat, ist nur Luftballon, ne? Ich hab eine fette Idee. Wir machen ein Fitnessprogramm. Wir machen ein Fitnessprogramm, Digga. Er jagt sich so eine Tüte gerade rein. Wir machen ein Fitnessprogramm. Das ist genau dasselbe, Digga, wenn ich hier stehe, ne, mit Flasche Alkohol und sag, ja, Jungs, wir machen ein Fitnessprogramm. Komplett besoffen, so, wir machen ein Fitnessprogramm. Alle für 9,99 €. Mit Videos und Ernährung. Für 9,99 €. Du siehst aus, als wärst du 5. Und Ernährung. Alle für 9,99 €. Mit Videos und Ernährung. Für 9,99 €. Was?
Ich verstehe nicht, der will jetzt so Videos machen, einen auf den Coaching oder was? Du siehst aus, als wärst du 50. Was will er mir von Ernährung erzählen? Das Einzige, von was er sich ernährt, ist wahrscheinlich... Versteh mich bitte nicht falsch, aber der Typ sieht aus wie ein Opa. Und seine Muskeln, weiß ich nicht, Digga. Real Talk, weiß ich nicht. Weil es gibt ein paar Players, die wollen trainieren. Aber nicht gratis, Bro. Ich brauch Cash. Du brauchst Cash, wir brauchen alle Cash. Nur der Unterschied ist, du brauchst Cash für Lachluli. Ja, ich war so schockiert. Real Talk, als ich das gesehen habe, ich war so krass schockiert, weil ich wirklich, also ich habe viel, ne, auch diese ganze Geschichte von Maestro und so weiter und so fort. Ja, und das ist auch so eine Sache, das habe ich mir gegeben, weil ich, wie gesagt, damals Mois richtig krass gefeiert habe. Und ich dachte so, hä, was geht ab und hier und da und tritra tralala. Und das Ding ist einfach, jetzt lädt er das ganze Zeug einfach ins Internet hoch und da gibt es Real Talk. Hast du Menschen, die ihm so 100 Euro für das spenden? 100 Euro, Bruder, für... Sehr stark. Also ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, wenn Mois es jemals wieder schafft, back zu kommen, ne, auf seinen Grind, auf den er damals war, ob damals überhaupt alles real war, wissen wir jetzt nicht, aber wenn er es wirklich so zurückschafft, einfach als Mensch, und diese ganzen Taten einfach ignoriert werden, Bruder, und so ausgeschlossen werden, einfach mal, ja, es passiert, scheiß drauf, jetzt, er ist ja wieder so der Alte, er ist ja wieder Motherfucker, jetzt, er ist real. Bruder, wenn das passiert und Menschen ihn wieder akzeptieren, sage ich mal, nicht in der Gesellschaft unbedingt, aber so als YouTuber, als realer YouTuber, als Motherfucker, dann, Bruder, höre ich wirklich auf mit YouTube. Dann macht es auch gar keinen Spaß mehr. Entweder ich höre auf mit YouTube oder ich mache selber auf Junkie auf der Straße. Und dann gucken wir, Bruder, wie lange ich brauche, um wieder der OG Musti zu sein, Bruder. Das ist so fucking lächerlich, Bruder. Damals, dein Gesicht auf YouTube, das hat sehr, so viel Bedeutung gehabt, Bruder. Das hat so viel Bedeutung gehabt. Wenn du einmal unzerfickbar warst, du warst immer unzerfickbar, Bruder. Und das hat man so wertgeschätzt, Bruder. Zuschauer haben das so wertgeschätzt, dass du einfach real bist, Bruder. Das wurde damals so wertgeschätzt. Jetzt heißt es real, keine Ahnung, Leute verarschen, wieder zurückkommen und sagen, ah, ist passiert, ich bin jetzt anders. Ah, okay, der ist jetzt real. Drugs einfach. Ey, Mann, Bruder, such dir Hilfe oder so, keine Ahnung, Digga, ruf irgendwo an bei einem Psychologen, Psychiater oder so. Aber das ist nicht normal. Der Typ hat 2 Millionen Abonnenten, ne, der kann sich wirklich, der könnte sich alles aufbauen. Du hast so ein Potenzial. Nee, Bruder, mit 180 Sachen gegen Leitplanke gedüst und du kannst da nichts mehr retten. Ey, Mann, real talk. Komm, meine Freunde, ich habe heute noch nicht geraucht und es ist gleich 2 Uhr. Wow, wie kannst du nur? Heute nicht geraucht, es ist gleich 2 Uhr. Ich habe heute auch noch nicht geraucht. Und zum Schluss möchte ich nur erwähnen, ey, do not drugs, ey, do auch not Alkohol. You know, ne, drugs, bro, ihr seht, was passiert. Ihr seht, was passiert. Ja, Bruder, ich bin traurig, Mann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin traurig. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ey, ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg und so. Und bevor ihr ihm 100 Euro spendet, lieber mir für Anwaltskosten. Ich wünsche mir, dass er natürlich wieder zu sich selber findet, Bruder, dass er zu seiner Frau findet, weil die Geschichte, die ist schon traurig. Wie ihr gesehen habt, es kann viel mit einem Mann ausmachen, wenn er seine Frau und Kind, glaube ich, sogar auch noch verliert. Ich hoffe, dass alles wieder gut wird. Werde ich ihn auf YouTube akzeptieren? Werde ich sagen, komm, lass vergessen sein, er ist wieder am Start? Nein, Bruder, nie wieder. Niemals. Das geht nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr ausdenken. Ich werde mir diese Zeit niemals ausdenken können.